Hallo und guten Morgen. Ihr seht vielleicht von der Seite ganz, ganz viel Sonne bei mir. Die kommt jetzt gerade so über den Berg. Es wird ein wunderschöner Tag und ich freue mich auch schon rauszugehen in die Natur. Aber ich wollte noch ein paar wichtige Punkte mit euch teilen. Und zwar, um was es geht, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben. Wenn du wirklich, wirklich etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann kannst du nicht mit diesem Weltbild weiterleben, das du vermittelt bekommen hast. Von unserer Gesellschaft, von der Schule, von deinen Eltern. Wir haben ja alle ein ganz, ganz klares Weltbild mitbekommen, mit all diesen Werten, mit all diesen Überzeugungen, dass die Welt so funktioniert. Und ein Hauptinhalt dieses Weltbilds ist, dass wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann muss es in Ordnung gebracht werden, dann muss es gefixt werden. Ja, und das ist natürlich schon mal eine Perspektive, die davon ausgeht, dass Dinge grundsätzlich nicht in Ordnung sind. Und wenn du dieses Weltbild hast, dann suchst du immer nach Lösungen, ja, mit diesem Weltbild. Du läufst rum und sagst, okay, das ist nicht in Ordnung, wie kann ich es in Ordnung bringen? Meine finanzielle Situation ist nicht in Ordnung, wie kann ich sie in Ordnung bringen? Meine Gesundheit ist nicht in Ordnung, wie kann ich sie in Ordnung bringen? Meine Partnerschaft ist nicht in Ordnung, ich brauche jemand etwas, was das in Ordnung bringt, ja? Und mit diesem Weltbild, wenn du mit diesem Weltbild rumläufst, bist du permanent darauf fokussiert, Probleme zu lösen. Und wenn du Probleme lösen möchtest, in was für ein Bewusstsein bist du? Dann bist du in dem Bewusstsein, dass du ein Problem hast oder dass da ein Problem ist. Und aus diesem problemgeladenen Bewusstsein heraus kannst du eben nicht die Lösung finden. Und hier geht es wirklich darum, dort anzufangen, wo der Ursprung des Problems oder der Ursprung dessen ist, warum du nicht weiterkommst mit diesem Bewusstsein, mit diesem Problembewusstsein. Und zwar liegt der Ursprung in dieser Überzeugung, in der Weltsicht, dass grundsätzlich die Dinge nicht in Ordnung sind. Und weiter, warum sind die Dinge nicht in Ordnung? Weil du ein großer Teil davon bist, weil du offensichtlich nicht in Ordnung bist, weil du offensichtlich noch Dinge in Ordnung bringen willst, musst, weil du glaubst, dass da irgendeine Schuld ist, weil du glaubst, dass da irgendein Versagen ist, weil du glaubst, dass du etwas zu tun hast damit oder dass du auch etwas ändern kannst mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Körper, mit deinem Wesen hier, dass du tun musst, dass du Dinge ausführen musst, dass du Behandlungen beginnen musst. Und das ist so ein Teufelskreis, wenn du in diesen Vorstellungen lebst, ja, und dich bewertest und beurteilst in der Ist-Situation, wie du bist, und versuchst die Ursache rauszufinden und du versuchst die Ursache zu ändern. Aber die Ursache ist im Prinzip nicht eine spezielle oder individuelle Ursache, sondern es ist eine Ursache des Weltbildes, der Paradigmen, in denen wir hier leben. Und diese Grundursache, dieses Grundübel, mit dem wir alle zu kämpfen haben, ist, dass wir davon ausgehen, dass wir etwas an uns in Ordnung bringen müssen oder dass wir an uns irgendetwas anders machen müssen. Ja, überall siehst du diese Anweisungen, ja, wenn du was ändern willst, dann musst du all in gehen, da musst du alles anders machen, da musst du mit Commitment reinstürmen und guten Morgen, Jasmin. Und dann darfst du dich nicht aufhalten lassen und dann musst du wie ein Bulldozer durchs Leben gehen und dein Commitment verfolgen und
deine Komfortzone sprengen und Dinge machen, die dir unangenehm sind und so weiter und so fort und dich jedes Mal überwinden und über dich hinauswachsen und andere Dinge tun. Und aus meiner Sicht ist es alles schwer. Wenn wir denken, so lösen wir das, wenn wir denken, so kommen wir zu unserem Reichtum, so kommen wir zu unserer glücklichen Familie, so kommen wir zu unserer Gesundheit, dann ist es alles so schwer und dann ist es alles so, oh mein Gott, das kann ich ja nicht und wie kriege ich mich dazu, dass ich die Dinge tue, die scheinbar dazu zu tun sind und dann schaust du dir die anderen Leute an und dann siehst du, oh, was die alles machen und oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, das kann ich nicht und nimm nur ein kleines Beispiel, irgendwie rauszugehen, Leute anzusprechen, von irgendwelchen Produkten zu überzeugen im Network Marketing. Und du hast immer dieses Gefühl, boah, die anderen machen das alle und die können das auch. Und das ist der Weg zur finanziellen Freiheit und das ist der Weg, dass ich mich endlich gut und richtig fühle, wenn ich mich so verhalte wie die anderen, die ich beobachte, die scheinbar ja erfolgreich sind. Und ich rede da echt aus Erfahrung. Und das ist so eine schwere Geschichte, wenn du immer meinst, du musst anders sein, als du jetzt bist. Wenn du immer meinst, du musst irgendwie dich so hinbiegen, so machen wie andere, die scheinbar erfolgreich sind. Du musst, ein erfolgreicher Mensch ist so und ein reicher Mensch ist so und ein gesunder Mensch macht viel Sport und so weiter und so fort. Und du versuchst eben, das wird einem auch immer suggeriert, schau, wie es die gemacht haben, die dort sind, wo du sein willst. Ja, das ist ja immer so ein genereller Ratschlag auch von den ganzen Coaches. Such dir jemanden, der dort ist, wo du sein willst und befolge ganz klar, was diese Person sagt. Und für mich hat es nie gestimmt und für mich ist dieser Ratschlag auch nie aufgegangen und ich habe Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, wirklich Menschen zu studieren und zu sehen, was machen die anders und so weiter und wie verhalten die sich und wie treten die auf und wieso kann ich das so nicht machen. Und die Wahrheit ist und die Lösung ist, dass das Ganze eine Seinszustandssache ist, ein Sein. Und diese anderen Menschen, die man beobachten kann oder die, wo man sehen kann, wie die anderen das machen, wo man das versuchen kann, denen das abzuschauen, das funktioniert so nicht, weil du weißt nicht, aus was für einem Seinszustand, aus was für einem Weltbild andere Menschen, die du beobachtest, agieren. Ja, du hast jemanden und du siehst, boah, der ist reich. Ich meine, hier in St. Moritz, ich sehe so viele Leute, oder, die wirklich ihren Reichtum zur Schau stellen und die wirklich viel Geld haben. Und da habe ich mir so oft gedacht, ja, wieso haben die jetzt so viel Geld? Oder ich sehe die Sportler, die hier Höhentraining machen und die sind sowas von fit und die, wenn du spazieren gehst, dann rauschen die an dir vorbei in einem riesengroßen Tempo und du sagst, boah, wie kriegen die ihren Körper dazu, diese Hochleistung zu bringen? Boah, die trainieren sich ja viel und so weiter und so fort. Und ich kann dir versprechen, ich habe das alles genau untersucht. Und es gibt nur diese eine Lösung und diese eine Lösung ist, eine komplette neue Weltsicht zu kreieren und eine neue Grundannahme zu haben und nicht versuchen im Außen irgendwelche, mit unserem logischen Verstand, irgendwelche Beobachtungen zu machen und dann Rückschlüsse zu ziehen, um dann zu sagen, gut, das sind die Handlungen, die ich zu tun habe, damit ich dorthin komme, wo der andere scheinbar schon ist. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Ich sage nur, das funktioniert bedingt. Weil du zwei konträre Energien in dir hast. Und zwar einmal die Überzeugung über das, was du bist und zum anderen die Überzeugung über das, was du sein solltest. Und dann dazwischen diesen Weg versuchst zu finden,
zwischen zwei quasi außerhalb von dir bestehenden Persönlichkeiten, die du siehst. Also da ist einmal diese außerhalb von dir. Du schaust aus dir raus und du siehst dich als eine Persönlichkeit. Und du schaust aus dir raus und du siehst die anderen als eine Persönlichkeit. Und dann versuchst du im Außen quasi dich von dieser Persönlichkeit, die du jetzt in dir siehst, zu dieser Persönlichkeit zu machen, wo du glaubst, die du sein müsstest, um all diese Eigenschaften und Lebensqualitäten zu haben, die du haben möchtest. Und du bist permanent im Mangel, ja? Du bist im Mangel mit der Beobachtung dieser Persönlichkeit, die du jetzt schon in dir siehst. Da bist du im Mangel und du versuchst diesen Mangel permanent aufzufüllen, indem du denkst, du musst das tun, du musst das tun, du musst hier einen Kurs machen, du musst da eine Kur machen, du musst den und den Arzt besuchen, du musst da eine Ausbildung machen und so weiter und so fort. Und aus diesem Mangelzustand heraus kannst du so viel reinbuttern, aber aus dieser Sichtweise, aus dieser Weltsicht heraus kommst du nicht aus diesem ursprünglichen Mangelzustand. Und der einzige Weg ist, dass du diese Weltsicht änderst und dass du deinen Platz in dieser Welt veränderst und dass du wirklich nur ganz, ganz tief zu dir zurückgehst und irgendwie auf eine Art und Weise erkennst, was du wirklich hier bist, ja, was du hier auslöst, was die Wirkung dessen ist, woher diese ganzen Perspektiven, die du hast über dich selber, über die anderen Menschen, über die Welt, über die Weltsicht. Und das ist so unglaublich, oder? Das macht so einen riesengroßen Unterschied, wie zum Beispiel, wenn du, was war da gestern? Da war eine in der Diskussion, ja genau, ob du perfekt bist, ja, ob du als unbeschriebenes Blatt kommst oder ob du irgendein Karma hast, ob du irgendwelche Generationsgeschichten mit dir rumträgst. Das ist so eine Krux, ja, du kannst es glauben. Du kannst glauben, dass du verflucht bist. Du kannst glauben, dass du irgendeine Erbkrankheit angenommen hast. Du kannst glauben, dass du jemand bist, der jetzt nun mal mit den und den Einschränkungen auf die Welt gekommen ist. Du kannst glauben, dass du aufmerksames Dingsbumsdefizit hast. Das kannst du alles glauben. Aber du kannst doch genauso glauben, dass du das alles nicht hast. Du kannst doch genau so glauben, dass du in Perfektion auf die Welt gekommen bist und dass du diese Perfektion in dir fühlen kannst. Und jetzt mache ich nochmal einen anderen Bogen. Und dass du wirklich weißt, wer du hier bist und mit was, woher die Kraft kommt, aus der alles da draußen entsteht, woher die Kraft kommt, unsere Evolution. Und ich glaube ganz, ganz fest, weil ich es an mir selber gemerkt habe, dass diese Kraft einzig und allein aus uns und aus unserer Vorstellungsgabe heraus entsteht. Und dass diese Vorstellungsgabe eigentlich diese wahre Kraft ist, die sich aus uns heraus zeigt, durch unsere Vorstellung, durch das, was wir uns vorstellen können, was wir vor unserem inneren Auge wahrnehmen, ja, und da ist einfach nur mal eine Wahrnehmung da. Und wenn du diese Wahrnehmung einfach bereinigst von irgendwelchen Beurteilungen, dann ist einfach nur das da, was du wahrnimmst. Und dann kannst du, ohne zu beurteilen, deinen Fokus auf das legen, was du wahrnehmen möchtest. Und wenn du dich als selbst irgendwo wahrnehmen möchtest, dann kannst du entscheiden, dass, das wissen wir ja, dass da eine Kraft, dass da eine höhere liebende Intelligenz besteht, die die Dinge letztendlich ausführt, auf die wir unseren Fokus legen. Das ist eigentlich die Kreation, oder? Wir legen auf etwas auf unseren Fokus, wir können uns etwas vorstellen. Und dann gibt es diese liebende, kraftvolle Intelligenz,
die das Ganze umsetzt, die den Weg zu der Umsetzung findet, die konkretes wie können die Sachen entstehen, oder? Devil Goddard redet von dieser Bridge of Incidents, also welche einzelnen Ereignisse sich aneinander reihen müssen, damit du von diesem Zustand, den du jetzt hast, zu dem Zustand kommst, den du haben möchtest. Aber das ist nicht dein Job. Dein Job ist einzig und allein die Vorstellung, dass der Zustand oder die Situation, die du haben möchtest, für dich möglich ist. Und diese Vorstellung kannst du nur aus dir heraus generieren, wenn du weißt, dass du perfekt bist, so dass das deine Urkraft ist, dass es dein Urzustand ist, dass diese liebende Intelligenz aus dir heraus erschafft, dass die aus dir heraus erschafft, dann musst du auch nie wieder Angst haben, dass irgendwie Böses erschaffen wird, weil diese wahre Power, die aus dir heraus entstehen kann, die ist liebend, ja, und aus Liebe, was kreierst du aus Liebe? Was siehst du aus Liebe? Was fokussierst du aus Liebe? Das kann nichts Schlechtes sein. Oder? Das kann gar nichts Schlechtes sein. Und je mehr Menschen realisieren, dass diese liebe, kraftvolle Intelligenz, diese intelligente Liebe, wie Dr. Joe Dispenza sagt, in dir wohnt und aus dir heraus kreiert, dann weißt du, dass du wert bist, dass liebende Intelligenz in dir wohnt. Und auch wenn du eine Meditation machst und eben den Verstand ausschaltest, dann spürst du das ja, dann spürst du diese Energie, dann spürst du diese Schwingung, dann spürst du diese liebende Intelligenz. Da gibt es zig verschiedene Energiearbeiten, die ich auch anwende, um meinem Körper beizubringen, wie es sich anfühlt, dass diese liebende Perfektion in mir wohnt. Und wenn so etwas wahnsinnig Schönes, Liebes in mir wohnt, dann kriege ich ein anderes Verständnis über mich selber. Und das ist eine ganz zusammenhängende Komplexität, die ich meinem Verstand beibringen muss. Weil sonst geht er immer wieder in die alten Paradigmen zurück und erklärt mir, dass ich aus irgendeinem Grund nicht gut genug bin, dass ich hier noch nicht so, und wenn ich nicht gut genug bin und wenn ich diesen Wert in mir nicht erkenne, den kann ich mir aber nicht in mir erkennen und die Liebe in mir kann ich auch nicht erkennen, wenn ich diese Vorstellung davon habe, dass ich ein getrenntes Wesen von dieser liebenden Intelligenz bin. Also im Prinzip kommt es alles auf eine Aussage heraus. Finde heraus, wer du wirklich bist und lebe das. Lebe das, kreiere es aus diesem Zustand. Und es ist für mich absolut die Abkürzung. Es ist für mich einfach der schnelle Weg dorthin, dich zu befreien aus diesen ganzen Abhängigkeiten, aus diesen ganzen Mangel finanziell, Mangel gesundheitlich, Mangel in Beziehungen, Mangel, den du immer wieder reflektierst. Und die Geschichte, den Mangel in dir auffüllen und dich auffüllen mit Liebe und so weiter und so fort. Du musst ein Weltbild finden, das dein Verstand für dich akzeptiert. Und dieses Weltbild umzusetzen, andauernd zu leben, zu repetieren, bis dein Verstand im Boot ist, das ist dein Job, das ist die Arbeit dazu. Das ist von mir aus eine Zauberformel, die ich dir in diesem My Magic Kurs nochmal Schritt für Schritt mit dir anschauen möchte. Schritt für Schritt deinem Verstand erklären möchte, warum und weshalb er auf dem Holzweg ist, so dass er das annehmen kann, so dass du aus dir heraus, aus diesem göttlichen Wesen, das in dir wohnt, dein Leben gestalten kannst. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, weil von heute auf morgen hast du auch nicht dieses Weltbild angenommen, das du jetzt so starr verfolgst, indem du dich sicher fühlst.
Aber ich verspreche dir, wenn du dieses Weltbild änderst, wenn du diesen Shift machst, dann wirst du dich noch viel sicherer fühlen, dann wirst du dich glücklicher fühlen, dann wirst du dich freier fühlen, dann wirst du Ängste verlieren. Es braucht keine Angst mehr, weil dann hast du wirklich die Basis dafür, was du wirklich bist. Und du kommst in eine Ruhe, du kommst in eine Freiheit rein und alles verändert sich quasi auf einen Schlag. Und du musst nicht mehr suchen gehen und sagen, was muss ich anders machen, was muss ich noch lernen, wem muss ich noch folgen, wer hat mir noch was zu sagen. Sondern dann findest du Wegbegleiter auf deiner Ebene und du machst es aus Spaß und Freude und Begeisterung heraus. Und wenn du Lust hast, da tiefer einzusteigen, dann melde dich an. Das sind 349 Euro für ein super intensives Training an 3 Tagen mit Pausen zwischen den 3 Tagen, damit du umsetzen kannst, damit du an dir arbeiten kannst, damit du wirklich siehst, was brauche ich täglich. Das ist auch für jeden unterschiedlich. Wie muss ich mit mir täglich umgehen? Wie muss ich täglich die Welt sehen? Was brauche ich täglich für mich, damit ich dieses Selbstbild, dieses Weltbild und das daraus resultierende Selbst mit mir tragen kann, damit ich weiß, wer ich dann wirklich bin und dieses neue Wesen, das ich dann erkannt habe als wahres Wesen, das bringt dich frei, aber das ist ein Prozess und diesen Prozess kannst du aber brutal verkürzen und du kannst dir Leiden sparen, du kannst dir Krankheiten sparen, du kannst dir Trennungen sparen. Ich verspreche es dir, wenn ich es mir alles hätte sparen können, wenn ich diesen Kurs, den ich jetzt mache für euch, wenn ich mir den nicht so bitterlich hätte selber erarbeiten müssen, ich hätte so viel Zeit gespart. Ich bin absolut dankbar dafür. Das hat ja alles seinen Sinn, oder? Dafür, dass ich dir das jetzt weitergeben kann, dass ich das weitergeben kann auf eine Art und Weise, weil ich selber erarbeitet habe und erfahren habe, ist super. Also ich bin da nicht jetzt irgendwie im Groll, das ist halt mein Weg und du hast deinen Weg. Und wenn das jetzt mit dir resoniert und sagst, ja, ich habe schon immer ganz tief in mir gespürt, dass es einfacher sein muss, dass ich nicht 100.000 Tools haben muss, sondern dass es wirklich auch noch darum geht, neben diesen Meditationen für mich mit meinem analytischen Verstand dieses Weltbild zu verändern, damit ich die Welt verändern kann. Damit kannst du die Welt verändern. Und es stellt sich immer noch die Frage, was kann ich als Einzelner tun? Du kannst alles tun, wenn du dieses Weltbild hast und wissentlich weißt, was aus dir alles entstanden ist, nämlich alles. Und dann kannst du auch alles verändern und dann gibt es keine Opfer mehr. Je mehr Menschen diese Kraft, und zwar diese liebende, intelligente Kraft in sich fühlen, desto mehr, weniger, es gibt dann keine Kriege mehr, es gibt keine Streits mehr, es gibt kein Weh mehr, es gibt kein Leiden mehr, es wird alles so viel besser und wir haben alle den Zugang dazu. Nur müssen wir ihn finden durch diese Filter unseres Verstandes, unserer Paradigmen, unserer vergangenen Erfahrungen und so weiter. Was ist die Wahrheit? Wer bin ich wirklich? Und wie du da einsteigen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich mach's nochmal. Ich sag nochmal, Geld-Zurück-Garantie. Kann ich locker machen. Wenn es dir nicht passt, wenn das nichts für dich ist, steig aus dem 3-Tages-Intensivtraining. Wirklich, probier es einfach aus. Ich gebe dir das Geld zurück, wenn du sagst, ach, so ein Blödsinn bringt nichts für mich. Dann akzeptiere ich das. Es ist nicht, vielleicht nicht für jeden, aber jeder sollte es mal probieren. Ich poste nochmal den Link unter das Video und wenn du dabei bist, freue ich mich wahnsinnig riesig. Wie gesagt, kein Risiko, mache ich Geld-Zurück-Garantie, weil es geht mir darum, dass es Ergebnisse gibt und wenn das für dich nicht der Ansatz ist, was ich da in diesem Training mache, dann akzeptiere ich das natürlich voll und ganz und möchte auch dein Geld nicht behalten. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, genießt es, spürt die Liebe, die in euch schon immer gewohnt hat und auf Wiedersehen!